Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute zeige ich euch ein paar Angriffe auf unsere bisherigen Schemata. Und zwar, ja, die sind zwar jetzt relativ sicher. Sie sind sicher insofern, als dass wir sagen, sie sind CPA sicher, also Chosen Plain Text. Attacks können ihnen nichts anhaben. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Dinger sicher sind. Und dazu möchte ich euch gerade mal ein paar Beispiele geben. Was wir immer bekommen, ist so eine Verschlüsselung, die so als Blöcke aufgeteilt ist. Also wir haben erstmal so einen Initialisierungsvektor und dann haben wir, also zum Beispiel beim Counter-Mode ist es der CTR, aber das ist ja egal, ob wir den CTR oder IV nennen. Es steht halt am Anfang so eine Zahl da. Und dann haben wir verschiedene Ciphertexte hier. So, und es ist auch nicht gefordert, dass man die irgendwie unkenntlich voneinander machen muss oder sowas. Das kann man ja nicht garantieren. Und jetzt möchte ich euch mal folgendes Szenario vorstellen. Und zwar, ich bekomme 1000 Euro Gehalt von meiner Bank, ja? Dann wäre der erste Angriff, den ich euch zeigen möchte, folgender. Ich kann Bits vertauschen. Zum Beispiel bei dem Counter-Mode hier kann ich das ohne Probleme machen. Am Ende wird einfach nur das, was hierbei rausgekommen ist, auf meinen C2 drauf XORed, ohne irgendwie was zu überprüfen, denn ich habe ja die Nachricht im Klartext nicht. Das heißt, was ich hier durchaus machen kann, ist folgendes. Ich sage einfach, meine Cs, also C1 ist, ich zeige euch gerade mal kurz, wie C dann zustande kommt, wäre dann irgendein Initialisierungsvektor, der zufällig ist, dann die Verschlüsselung von 1, die Verschlüsselung von 0 und dann noch zweimal die Verschlüsselung von 0. So, Achtung, die Verschlüsselung von 0 hier ist eine andere wie die Verschlüsselung von 0 hier und das ist wiederum eine andere wie die von hier, denn wir sind hier bei dem Counter-Mode zum Beispiel oder auch bei den anderen Modes, die sind alle zufällig. Das heißt, ich habe hier einen anderen Counter für den Block als für den und deswegen kommt hier ein komplett unabhängiger Wert von dem, was da vorne dran steht, raus. Das heißt, ich kann nicht rausfinden, ob die irgendwie zusammenhängen. Ja, aber es geht ja um mein Gehalt oder um meine Überweisung oder sowas. Das heißt, ich weiß durchaus, was da so ungefähr drin steht. Ich weiß nämlich, dass ich 1000 Euro bekommen habe. Und wenn ich jetzt zugeguckt habe, dann weiß ich auch, was meine 1000 Euro verschlüsselt aussehen oder wie die aussehen. So, und was ich jetzt machen kann, ist folgendes. Ich kann auch einfach hingehen und sagen, ich hätte gern ein Bit getauscht. Das heißt, ich sage vielleicht hier die Verschlüsselung von 0. Sagen wir einfach mal als Beispiel, eine von diesen Verschlüsselungen hier als 0. Sagen wir einfach, eng von 0 ist das hier, zum Beispiel. Naja, dann wäre es ja schon mal von Vorteil für mich, wenn ich zum Beispiel dieses Bit hier flippe. Und dann ist es vielleicht eine Verschlüsselung von 7 oder 8, wer weiß das schon. Und plötzlich kriege ich statt 1000 Euro 1700 Euro. Vielleicht nicht ganz so praktisch, dass man das machen darf. Und das ist beim Counter-Mode zum Beispiel eine Sache, da muss man irgendeinen Mechanismus dagegen haben. Und beim Output-Feedback-Mode ist es auch so, weil hier die Nachricht drauf gemacht wird einfach. Allein beim CBC, upsala, also hier beim CBC muss ich rückwärts rechnen. Das heißt, ich rechne hier zurück und bekomme dann wieder was durch. Da kann man das jetzt nicht so einfach machen, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Aber bei den anderen Modi ist es alles kein Problem. Aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll, sowas zu machen, denn vielleicht gibt es ja nochmal eine Verifikation oder sowas. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist, ich kann das Verhalten beobachten. Und das ist der Trick dabei. Ich kann hier meinen Ciphertext teilweise so wählen, wie ich das möchte. Zum Beispiel haben wir alle Cookies auf unserem Rechner. Also wenn wir auf irgendwelche Webseiten draufgehen, außer ihr habt es ausgestellt, dann werden Cookies gespeichert. Und diese Cookies kann man manipulieren. Da gibt es verschiedene Add-ons, die lassen uns diese Cookies bearbeiten und die sind tatsächlich eigentlich eine Kommunikation zwischen dem Server und dem Server. Also der Cookie teilt denselben Server, teilt denselben Schlüssel wie der Server. So, und die kommunizieren zum Beispiel miteinander und da kann man dann sich so ein Szenario vorstellen. Ich habe irgendeinen Artikel in meinen Einkaufskorb gelegt und der Artikel hat 1000 Euro gekostet. Und jetzt manipuliere ich einfach meinen Cookie und schau, okay, jetzt habe ich vielleicht 20 Euro für den Artikel bloß noch, wo ich zahlen muss und dann vielleicht nur noch 1 Euro und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man auf jeden Fall irgendwas dran ändern. Und sowas nennt sich dann Chosen Ciphertext Attack. Das heißt, ich kann mir auswählen, wie sieht am Ende mein Ciphertext aus
Und was macht der Server dann? Also zum Beispiel zeigt uns der Warenkorb plötzlich statt einem 1.000-Euro-Artikel nur noch einen 20-Euro-Artikel an. Ist natürlich alles schon lange Geschichte, aber trotzdem braucht man das Szenario und ich fand das als schönes Beispiel. Genau. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist, ich gebe dem Server oder gebe dem Gesprächspartner einen anderen Ciphertext und schau mal, wie er darauf reagiert. Ein weiteres Beispiel ist eine Timing Attack, was man machen kann. Das heißt, vielleicht wird hier einfach geguckt, ist dieses, das, was wir hier verschlüsselt haben, das heißt am Ende die Verschlüsselung von 1.700 Euro, ist es vielleicht kein gültiger Ciphertext, weil es nochmal validiert werden muss oder sowas. Und was viele Server da machen ist, sie schauen, ist eng von 0 richtig kodiert? Ja. Ist eng von 0 richtig kodiert? Okay. Ist eng von 0 richtig kodiert? Error, hier habe ich ein eng von 7, also Fehler. So, das Problem ist, da haben die Leute angefangen nachzudenken, oder die Hacker vor allem, und haben sich dann gedacht, okay, lass mal beobachten, wie lange er braucht, um irgendwas zu machen. Und jedes Bit hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, bis es validiert wurde. Und man hat dann messen können, wie lange eben jedes Bit gebraucht hat. Und das hat man bei der Xbox 360 zum Beispiel gemacht. Da hat es für ein Bit 2,2 Millisekunden gebraucht. Und so haben sie dann tatsächlich die Verschlüsselung von der Xbox 360 geknackt und haben da Raubkopien als Spiele in den Store reingestellt. Was natürlich ziemlich witzig war. Oder eigentlich eher weniger witzig, aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall witzig. So, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch noch CCA, also Chosen Ciphertext Attacks, berücksichtigen, wo man die Ciphertext auswählen kann. Und ja, das wird modelliert, indem wir dieses wunderbare Spiel, das hier, nochmal modifizieren und unser Angreifer bekommt nicht nur ein Verschlüsselungsorakel mit dem Schlüssel drin, sondern er bekommt auch ein Entschlüsselungsorakel. Deck. Und das kann man wieder als Blackbox betrachten. Das heißt, der Angreifer darf jetzt hier beliebige Nachrichten reinstecken und bekommt dann eine Entschlüsselung davon. Das heißt, er bekommt den Klartext wieder zurück. Jetzt aber Achtung. Wir haben hier den Ciphertext als Verschlüsselung von MB gestaltet. Und wenn der Angreifer hier entschlüsseln darf, was er will, dann kann er natürlich einfach hergehen und sagen, ich hätte gerne die Entschlüsselung von unserem Ciphertext, von unserem Challenge-Ciphertext, hier C, der nennt sich Challenge-Ciphertext, und habe dann automatisch schon wieder die Entschlüsselung von der Klarnachricht und kann dann natürlich sofort bestimmen, welches Bit jetzt hier gerade zufällig gezogen wurde in unserem Spiel. So einfach ist es nicht, sonst wäre es ja witzlos. Es bleibt trotzdem noch ein Challenge-Chiffrat und genau dieses darf er nicht anfragen in unserem Entschlüsselungsorakel. Alles andere darf er reinpacken. Und dieses C hier, das darf er nicht reinstecken. Also er darf machen, was er will. Er darf auch, und Achtung, das ist jetzt ein oftmals anerkannter Trick, er darf ins Challenge-Chiffrat einfach ein Bit von unserem Ciphertext reinstecken. Also einfach den Ciphertext mit einem geflippten Bit. Also sagen wir mal, wir haben hier als Ciphertext 000. Und das Orakel, das kann 000 nicht benutzen, weil sonst hat der Angreifer verloren. Aber was es durchaus machen darf, ist, es tut einfach hier 001 entschlüsseln. Und danach kann es noch 100 entschlüsseln und 010 und alles mit demselben Schlüssel natürlich. Und ja, was dabei rauskommt, sind haufenweise unsichere Verfahren. CCA-sicher ist weder das Cipher-Block-Chaining, noch der Output-Feedback-Mode, noch der Counter-Mode. Aber die drei sind gute Ansätze. Und ja, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden uns ein neues Verfahren überlegen. Allerdings wird es darauf aufbauen, deswegen habe ich euch die natürlich schon mal alle gezeigt. Und zwar werden wir zusätzlich hinten dran noch was hängen und das nennt sich Tag. Und diese Tags, die garantieren uns sozusagen, dass danach das Ganze CCA sicher ist. Okay, alles klar, dann hoffe ich, hat euch mal wieder alles gefallen, so als Angriff und so weiter. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.